Ja, ich bin mal wieder auf Sondenjagd. Diesmal ist eine Sonde von der Flugsicherung in Langen gestartet. Und ja, die muss hier irgendwo schon recht nah sein, wie ihr seht. Das Signal ist sehr stark. Die muss hier irgendwo im Acker gelandet sein. Hier mit meiner Peilantenne. Mal schauen, ob ich sie finde. Ich nehme an, die wird hier im Maisfeld irgendwo gelandet sein. Aber mal gucken. So, ich schalte gleich wieder ein. Ja, also ich habe die Sonde gefunden. Und zwar, die ist diesmal nicht von IDA Oberstein, sondern vom Deutschen Wetterdienst in Langen, also von der deutschen Flugsicherung. Die sendet auch auf einer anderen Frequenz, 405,5 MHz. Und ja, es war ganz witzig, da waren noch ein paar andere Sondensammler oder Sondenjäger, wie man sie nennt. Und ja, war ein älterer Herr mit seiner Frau. Und ja, wir sind eigentlich komplett gleichzeitig an der Sonde gewesen, ja, also komplett gleichzeitig. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe ihm dann gesagt, er kann sie auch gerne behalten. Ich suche mir dann halt die nächste, ne? Ich meine, die werden ja immer wieder mal gestartet. Aber er meint, ach, ich soll sie ruhig behalten. Er hat schon so viele daheim. Und da wir ja gleichzeitig drauf getroffen sind, sagt er, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Er sagt, er hat dann noch gemeint, das passt dann schon, ne? Gut, ja. Ich werde jetzt mal einen kurzen Cut machen. Ich werde jetzt wieder ans Auto laufen. Ne? Übrigens ganz wichtig, wenn ihr solche Sonden sammelt, ja, und die landet hier auf so einem Acker, bitte fahrt hier nicht die Feldwege entlang. Das macht man nicht. Ne? Es hat ja auch ein bisschen was mit Hobby, Freizeit und auch ein bisschen Bewegung zu tun. Parkt euer Auto an der Straße, das habe ich auch hier gemacht, und lauft halt ein paar Meter. Ne? Das macht ja Spaß. Ne? Es soll ja hier kein Kampf sein oder sowas. Gut. Dann schalte ich gleich wieder ein, wenn ich zurück in meinem Scheck bin. Ja, das war mal wieder eine schöne Sondenjagd. Ja, waren ein paar Leute mit dabei sozusagen oder sind dann gekommen. War wirklich interessant. Ja, jetzt haben wir noch eine Wettersonde. Diesmal vom DWD, nicht von der Bundeswehr. Von Langen gestartet. Das ist relativ selten, dass in Langen eine gestartet wird. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch mal was mit der machen, ne? Und zwar, wir wollen die umprogrammieren zu einer RTTY-Barke, also im USB-Mode, CW-Barke im USB-Mode und einem APRS-Tracker im F-Mode. Da kann man die umprogrammieren. Das ist sogar eigentlich gar nicht schwierig. Ja, ihr müsst euch allerdings selber so ein paar Programmierkabel selber zusammenbasteln. Ihr braucht als allererstes diesen ST-Link V2 USB-Stick. Der hat hinten dann solche Pin-Anschlüsse. Das Anschlussschema, wie der hier angeschlossen wird. Da setze ich euch einen Link von einer Seite mit vielen Bildern. Da wird genau erklärt, wie die Patchkabel an welchem Pin installiert werden, ja, an diesem Stick. Das ist wirklich super erklärt, so gut kann ich es nicht mal erklären, glaube ich. Nee, also, wie gesagt, ihr braucht so ein ST-Link V2. Das ist einfach, damit ihr die Wettersonde, die hat ja einen zehnpoligen Programmierstecker hier hinten. Also eigentlich im Originalzustand wird so eine Sonde nicht per Stecker programmiert, ja, von Natur aus, sondern da ist ja so eine kontaktlose Programmierung möglich, ne, bei so einer Wettersonde. Das ist hier diese untere Fläche, die wird nur in diesem Originalapparat, wird die reingelegt und wird dann programmiert. Aber sie hat immer noch einen Stecker und damit kann man das auch machen. Also wie gesagt, ihr braucht erstmal diesen ST-Link V2 USB-Stecker,
also von USB auf diese Pins. Dann braucht ihr hier so ein paar Patchkabel. Und dann habe ich hier noch einen 10-poligen Stecker und zwar im 2 mm Raster, weil der Stecker von der Sonde hat auch 2 mm Rastergröße. Ist ein bisschen ja, unglücklich gelöst, weil es ist nicht unbedingt Standard, aber ich werde euch auch hier die ganzen Links von den Steckern und von dem STV-Link in die Videobeschreibung setzen, dann müsst ihr nicht lange danach suchen. Ihr könnt aber anstatt solch einen Stecker, gibt es auch Patchkabel, die habe ich jetzt hier auf diesen Teil, wo dann von unserer normalen Größe auf diese 2 mm Größe ja, verkleinert werden. Weil das ist, braucht ihr auch noch, das ist ein Wandler und zwar ein, wie heißt der, ein TTL-Wandler zu USB, also USB zu TTL-Wandler. Den braucht ihr dann noch für die eigentliche Programmierung der Software, also im Grunde mit diesem hier tut mir die alte Software sozusagen entriegeln, weil die ist ja auch geschützt. Und spielt die neue Software drauf auf den Chip. Und mit diesem hier tut mir im Grunde die Software dann programmieren, ne? So wie man es gerne hätte. Ja? Also zum Beispiel, was für eine Frequenz die Sonde senden soll. Natürlich ist das so ein bisschen eingegrenzt. Die wird dann, wenn sie dann umprogrammiert ist, im 433 MHz Bereich dann senden bis 435 oder so in dieser Art, ist natürlich vor allen Dingen interessant für Amateurfunker, weil nur Amateurfunker dürfen natürlich in dieser Frequenz auch senden. Ja, deswegen wird das für die wohl am interessantesten sein, so eine eigene kleine Barke sich zu programmieren aus so einer Wettersonde. Wie, welchen Pin man wo anschließt, ja, da setze ich euch auf jeden Fall eine Infoseite in die Videobeschreibung. Das ist eigentlich total einfach und gut erklärt. Und ja, da müsst ihr nicht lange danach suchen. Ja? Wir werden das jetzt mal machen. Wir gehen mal rüber an den Computer. Als erstes müssen wir natürlich die alte Software ja, sozusagen ja, löschen bzw. überspielen. Ja, was ihr natürlich auch braucht, ist die eigentliche Software dann dafür. Das ist eine rtty.hex-Datei. Da zeige ich euch auch, wo man die runterladen kann, beziehungsweise wie man diese Hex-Datei dann generiert. Das ist eigentlich ganz einfach. Man kopiert die in ein Textdokument und benennt das Textdokument dann schlichtweg einfach in HEX um und dann habt ihr eine Hex-Datei. Fertig ist es. Ne? Ja. Wie gesagt, die PIN-Belegung werde ich euch dann in die Videobeschreibung nochmal setzen. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Das sind nur ein paar Kabel, wo man anstöpseln muss. Ja, ja, dann werden wir das Ding mal an den PC hängen. Ja? So, dann schalte ich um auf die Bildschirmkamera. So. Jetzt sind wir hier mal auf der ersten Seite. Und zwar von der Software, wo ihr braucht. Das ist die Software STM32ST-Link, ja, Utility. Diese Software braucht ihr. Die sieht so aus. Und zwar um die neue Software, also um die alte erstmal ja, zu entsperren, weil die ist da drauf gesperrt. Und ihr müsst ja natürlich die neue Software erstmal auf die Sonde drauf bekommen, auf den Chip. Ja, und dazu braucht ihr diese Software. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ihr geht hier einfach auf Get Software, ladet die euch runter, installiert die und das war's schon. Das ist eigentlich nur eine kleine Applikation. Die hat auch nicht viel Speicher. Dann braucht ihr noch diesen ST-Link-Treiber. Ja, diesen ST-Link-Treiber braucht ihr auch noch, dieser 009, STSW-Link-Treiber 009, den müsst ihr hier dann auch einfach runterladen. Es kann sein, dass ihr euch hier auf dieser Seite registrieren müsst, bevor ihr was runterladet. Das ist aber nicht schlimm, also ich habe von denen
noch nichts geschickt kriegt oder ihr gebt halt irgendeine andere E-Mail-Adresse an oder wie auch immer, weil dann erst könnt ihr das runterladen, ja. Also wie gesagt, erst nach Registrierung, aber die braucht ihr halt, ne, diese Software. Die Software ist kostenlos, ne, ihr müsst euch halt registrieren, ist zwar unangenehm, aber es geht. Ich habe bis jetzt noch keine Werbung von denen gekriegt oder sowas. Ja, also Treiber und diese Software, die eigentliche, für diesen STM32, für diesen, auch für diesen Stick, ne, damit das überhaupt alles erkannt wird. Dann braucht ihr für später dann zum Programmieren ein Terminal-Programm. Ich empfehle da PuTTY. PuTTY könnt ihr euch hier kostenlos auch runterladen. Das ist, dürfte auch kein Problem sein. Einfach runterladen und installieren. Ist ja relativ bekannt, dieses Terminal-Programm, und es funktioniert wirklich einwandfrei. Da kann man nicht meckern. Ich stelle euch alle Links natürlich wieder dann in die Videobeschreibung, ne, dass ihr da nicht lange danach suchen müsst. Denn als nächstes braucht ihr auch diese Hex-Datei. Da zeige ich euch mal, wie das geht, weil das öffnet sich hier in so einem Browser-Fenster. Das nützt euch da natürlich nicht, weil nix, weil ihr müsst daraus ja eine Datei machen. Aber das geht eigentlich ganz einfach. Ihr müsst das einfach nur alles kopieren hier. Komplett kopieren. Ja. Und dann in eine, ja, Textdatei einfügen. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Wenn das alles hier kopiert ist, fügt ihr das einfach in eine ganz normale Textdatei ein. Ich kann das ja mal machen hier. Hier diesen Texteditor, was ihr da habt. Fügt das dann natürlich erst kopieren und dann in den Texteditor einfügen. Ja, dann Datei speichern unter. Können wir jetzt einfach mal RTY-Test nennen. Und tun wir mal auf dem Desktop speichern. So, da habt ihr das ja dann hier in, auf eurem Desktop. Wo haben wir es? Da. Das ist jetzt ein normales Textfile. Da könnt ihr noch nichts mit anfangen. Ne? Ihr seht ja .t und das könnt ihr hier aber austauschen und nennt es dann einfach um in Hex. So. Dann kommt diese Warnmeldung, wenn Sie die Dateinamenerweiterung ändern, wird die Dateimöglichkeit unbrauchbar. Möchten Sie trotzdem ändern? Ja. Und dann ist das auch schon eine Hex-Datei. Ja. Das ist eigentlich der ganze Trick. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Ich habe das schon gemacht, deswegen lösche ich die wieder. So kriegt ihr dann diese Datei. Wie gesagt, einfach alles kopieren, auch natürlich besser per Tastenkombination. Ne? Ihr könnt das aber auch so mit der Maus machen. Auch von dieser Hex-Datei stelle ich euch einfach den Link in die Videobeschreibung. Wie gesagt, von dem Anschlussschema des Steckers, welchen Pin auf welchen Pin in der Sonde, setze ich euch auch eine sehr schön bebilderte Seite rein, wo ihr das dann gerade nachschauen könnt. So schön kann ich das vor der Kamera gar nicht zeigen, wie es da in Bilder festgehalten ist. Gut, wenn ihr das alles runtergeladen habt, habt die Hex-Datei erstellt. Dann könnt ihr hier STM32 ST-Link Utility öffnen. So. Jetzt wollen wir mal die Sonde, wir haben jetzt die Sonde verbunden mit dem Stick. Und was ihr als erstes machen müsst, ist hier auf Connect to the Target klicken. No ST-Link detected, das kann mal passieren. Ich stöpsel nochmal rein und raus. So. So. Das ist jetzt normal, cannot read memory, also er kann jetzt nicht den Speicher lesen. Diese Meldung ist vollkommen normal,
einfach auf OK bestätigen. Dann geht ihr auf Target. Dann geht ihr auf Option Bytes. Geht hier Readout Protection. Geht ihr auf Öffnen, Disabled. Und hier diese ganzen Häkchen. Unselect All. Und geht auf Apply. Und schon kann man den Chip auslesen, den Speicherchip. Da ist natürlich jetzt die Original-Software drauf. Das können wir aber jetzt ändern, indem wir dann hier auf File gehen, Open File. Und nehmen jetzt unsere rtty.hex-Datei, die habe ich schon vorher erstellt, da hatte ich auch schon mal eine erstellt. Wir nehmen diese hier. Die, wo ihr, wie gesagt, mit eurem Texteditor erstellt habt. Dann lädt die hier. So. Dann geht ihr auf Programm bzw. Programm und Verifizieren. So könnt ihr die Einstellung auch lassen, soweit. Jetzt braucht ihr eigentlich nur noch, ja, auf Start drücken. Dann wird das Programm geflasht und verifiziert. Dauert aber noch. Das Einzige, was ich ein bisschen schade und unglücklich gelöst finde, ist, dass hier das dann nicht anzeigt, wann es denn endlich fertig ist mit dem Flashen. Ja? Hier steht nur Verification ist okay, aber es ist eigentlich noch gar nicht geflasht. Aber ein Indikator dafür, wann es geflasht ist, da blinkt eine rote LED in diesem ST-Link USB-Stick. Wenn die aufhört zu blinken, ist es schlichtweg einfach fertig. Ja, also lasst das Gerät jetzt dann noch so dran, bis diese LED aufhört zu blinken. Und dann, ja, dann ist es das erste Mal geflasht. So, wenn die neue Firmware jetzt auf der Sonde geflasht ist, könnt ihr hier dieses STM32 ST-Link Utility Programm schließen und könnt jetzt den TTL-Konverter zu USB anschließen per Jumperkabel oder per Stecker. Ich blende euch da auch mal ein Bild davon ein. Wie gesagt, die Belegung, da, das ist schwierig zu zeigen, das ist sehr klein. Aber das ist kein Problem. Da, wie gesagt, da tue ich euch wirklich eine Seite dann in die Videobeschreibung, einen Link rein, wo ihr genau bebildert diese Belegung der Pins sehen könnt. Also das kann man nicht übersehen. Also dieser TTL-Konverter müsst ihr dann jetzt da einstöpseln, mit der Sonde verbinden. Dann müsst ihr natürlich wissen, ja, auf welchem COM-Port tut sich das jetzt abspielen, ja. Bei mir in dem Fall jetzt hier COM2, das könnt ihr im Gerätemanager feststellen, wo ihr diesen TTL Stick da eingestöpselt habt, auf welchem COM-Port er ist, ja. Gut, dann öffnet ihr PuTTY. Bei mir ist das ein bisschen versteckt. PuTTY, das was ihr vorher runtergeladen habt, ne, dieses Programm PuTTY, das ist ja ein Terminal-Programm, geht hier auf Serial, stellt hier euren COM-Port ein, in meinem Fall wäre das COM-Port 2. Ja, mehr braucht ihr eigentlich hier nicht, am besten speichert ihr das auch gleich, gebt dem Ganzen einen Namen, ich habe es jetzt hier in dem Fall RS41 genannt. Da braucht ihr nämlich später dann nur draufklicken, ja. Also wenn ihr das hier speichern wollt, geht ihr dann hier auf Save. Wie gesagt, gebt dieser Session einen Namen, geht auf Save und dann braucht ihr immer wieder nur draufklicken für die nächste Sonde, wenn ihr wieder eine umprogrammieren wollt. Ja, und dann klappt das. Und geht jetzt hier einfach, wenn ihr das hier gemacht habt, euren COM-Port wieder eingestellt habt, der Speed, der passt soweit, hier auf Serial gegangen, ja. Geht ihr einfach hier auf Open. Ich gehe jetzt auf Load, einfach weil ich das hier schon fertig gemacht habe. Load, dann öffnet er das und auch auf Open. Dann öffnet sich hier ein Terminal-Fenster.
Da könnt ihr jetzt was eintippen. Am besten erstmal schreit ihr um Hilfe. Help. Dann hat es keiner gehört, deswegen nochmal. Help. Und schon seht ihr das Programm, was ihr gerade installiert habt. Und zwar die Kommandos, wo ihr jetzt diesem Programm geben könnt. Ja, sehr schön. Also das Programm ist jetzt auf der Sonde drauf. Hier seht ihr dann schon, hier steht zum Beispiel Button on off, ob der Knopf funktionieren soll, ob die LEDs angeschalten werden können, mit was für einer Power sie raus senden soll. 0 bis 7, 7 ist maximal, ich glaube 90 Milliwatt. Dann die Frequenzen könnt ihr hier einstellen für APRS und RTTY, natürlich nur innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens, ne? Das ist ja dieser 433 MHz Bereich. Ja, dann das Callsign natürlich, weil wie gesagt, betreiben darf sowas natürlich nur ein Amateurfunker, das ist klar. Da könnt ihr jetzt, oder ich könnte dann hier auch eingeben, Temp, ob die Temperatur aktiviert werden soll, ob die, ja, die Höhendaten, den Speed, den Kurs, falls ihr die irgendwie mobil dabei habt, ja, könnt ihr jetzt einfach mit, das sind jetzt hier im Grunde eine Auflistung der Befehle, die ihr geben könnt, ja. Ich kann ja jetzt zum Beispiel mal eingeben, jetzt ist hier RTTY on off, da ist ja hier unten dann ganz unten CMD, gebt mir dann einfach ein RTTY on und dann steht hier OK. Ja, und dann ist das RTTY angeschalten. Oder wir können ja mal, was machen wir nochmal so als Test? Machen wir einfach mal die LEDs an. Da tippt ihr einfach ein LED on. Ja, und wenn hier okay steht, dann ist das okay. Wichtig ist, ihr müsst das speichern natürlich in dieser Software. Hier, wie gesagt, also das ist relativ selbsterklärend, würde ich jetzt sagen. Wenn ihr Help eingebt, dann seht ihr hier die ganzen Befehle, die ihr dieser Barke dann letztendlich geben könnt. Ihr könnt hier die Frequenz einstellen, die Baudrate, die Shift, ja, alles mögliche. Ihr könnt einen ganzen Text eingeben, was ja gesendet werden soll. Hier, ob der Batteriestatus ja funktioniert, ob der Batteriestatus übertragen werden soll. Ich tue das übrigens jetzt mit diesen 3,3 Volt Fremdspeisen, diese Sonde. Ihr könnt natürlich dann, wenn ihr das mit diesen Sticks verbindet, auch diese 3,3 Volt weglassen und könnt die Sonde ganz normal mit Batterien betreiben. Ja, wichtig ist natürlich Safe. Und dann steht hier auch Parameter Save it OK. Ja? Dann könnt ihr auch nachschauen nach den Parametern DISP. Dann könnt ihr die aktuellen Parameter nachschauen, was jetzt hier praktisch eingestellt ist. Es kann übrigens auch mal vorkommen, dass er so einen Befehl nicht annimmt. Das ist mir halt schon aufgefallen. Da müsst ihr das einfach nochmal machen. Gell? Aber im Regelfall geht's, ja. Aber wie gesagt, bei mir, es ist wirklich schon vorgekommen, ich habe hier unten eingetippt und ja, es hat sich eigentlich nichts getan, ne? Aber wie gesagt, es geht nach dem zweiten oder spätestens nach dem dritten Mal. Hier zum Beispiel das RTTY ist jetzt on, ja? Bei LEDs hat es nicht funktioniert. Können wir nochmal probieren. Das muss man dann manchmal ein paar Mal machen. Warum ist das nicht so, weiß ich nicht. So. Und ja, dann nimmt er das auch irgendwann an. Hier, wie gesagt, euer Callsign ist jetzt, das ist jetzt so diese Standardeinstellung. Und ja, die könnt ihr dann nach Belieben verändern, nach diesen Kommandos, was hier oben steht. Und das war's schon. Dann ist die Barke umprogrammiert zu einer, ja, APRS. Zu einem APRS-Tracker, zu einer RTTY-Barke und einer CW-Barke, ne? Also das ist schon ganz toll, ne? Hier diese CW-Message könnt ihr hier eintragen, bis zu 25 Zeichen. Also das ist wirklich eine super Sache.
und schon habt ihr eine umprogrammierte Wettersonde. Ja, ich kann euch jetzt natürlich nicht das zeigen. Jetzt, ich könnte jetzt natürlich die Barke in Gang setzen. Ich könnte da jetzt natürlich mein SDR Sharp zum Beispiel öffnen und könnte euch auch die Signale zeigen, was diese jetzt sendet. Aber ich darf diese Barke jetzt nicht so in Betrieb nehmen. Ich bin ja kein Amateurfunker, ich habe keine Lizenz und deswegen kann ich das jetzt nicht so euch zeigen. Aber ihr könnt euch drauf verlassen, wenn ihr das dann hier alles schön einprogrammiert habt, alles schön geschrieben habt, funktioniert die. Glaubt mir, die funktioniert. Wie gesagt, ich darf sie aber nicht benutzen und aktivieren. Ja, deswegen, ne, aber ihr könnt mir da vertrauen und ich gebe euch, wie gesagt, auch einen Link zu einer Seite, wo das auch alles nochmal genauestens beschrieben ist mit der PIN-Belegung und so weiter. Und dann habt ihr eine schöne Barke, ja. Also finde ich klasse, was man da machen kann. Mal gucken, da gibt es noch mehr so Sachen. Das war jetzt nur mal ein Beispiel, was man mit so einer Wettersonde machen kann. Aber ich habe da noch eine Idee, möchte aber noch nicht so viel verraten. Und da kann ich euch das dann auch mal dann zeigen, wie das funktioniert, ja. Gut, das ist jetzt, glaube ich, mehr für wirklich Amateurfunker interessant. Aber auch für die, wo es halt einfach nur interessiert und Interesse an der Technik haben und was man damit so anstellen kann natürlich, ne. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, einen Daumen hoch und ein Abonnement, den ich mich natürlich super drüber freuen, gell? Dann macht's mal gut. Tschüss.